Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal bin ich in Belgien gefahren und wie es Rennen war, seht ihr nach dem Intro. Ich komme um keine einzige Kurve rum mit dem leichten Lenken von einem Controller. Screamern. Das Auto ist grauenhaft. Wir sollen den Stream anschalten. So, ich habe gute Tire Temps. Viel Glück. Good luck. Good luck. So, rein geht's. Ins Rennen. Und zwar genau jetzt. Und der Start ist okay. Mit den anderen gleich gezogen. Und ich hätte fast einen Ferrari gedreht. Typisch Ferrari. Ich bin dann Hiko vorbei. Ich berühre erstmal Skeptik. Dann bin ich neben Skeptik und er zieht einfach hinter Skeptik rüber. Aber ich bin auf 11. 14 auf 11. Oh. Jetzt habe ich den Speed gegen Hiko hoffentlich. Quali war leider sehr schlecht getimt, muss man sagen. Nee, er hat den Speed. Vielleicht drückt er mal. Deswegen bin ich jetzt so weit hinten. In der langen Richtung. Oh, der Wolf hat sich gedreht. Komm, den bekommst du. Habe ich ja. Ich bin jetzt auf 9. Lol, also Undertaker draußen. Auch raus. Safety Car? Der Safety Car, ja, let's go. Junge, auf 8 vorgefahren, 6 Plätze gegained für den. Hab Interesse. Junge, ja. Gibt's auch eine gute Crack-Version? Nee, ist kostenlos. Restart? War ein normaler Restart. Schnellste Runde kurz. Abgehört. Right, gehen wir mit der Fastest Lap, let's go. Na, Hiko. Der Stealer. Ich will nicht Rad an Rad durch Rouge durch. Doch. Nee, nee, Zani hat eh mehr Topspeed. Das passt. Und jetzt mache ich Jagd auf Zani, sind mittlerweile auf P6. Auf den harten angemerkt. Ja, jetzt kommt nicht Zeit, oder? Digga, was ein Topspeed er hat. Wahrscheinlich kein Setup, ihr habt da 0-0 eingestellt. Ja, also gefühlt schon. Und jetzt kommt wieder was richtig random ist. Was? No way. Was war das? Egal, ich bin noch drin, ich bin noch drin. Fragt mich nicht, was es war. Es hätte mich auch den öffnen können. Hilfe, Alter. Das ist jetzt mal for real. Ich bin da glaub, immer so. Das war bisher wirklich der randomste Spin, den ich jemals hatte. Jetzt sind wir auch schon am Ferrari dran. Leider jetzt sehr weit hinten. Rausgetippt. Und jetzt bin ich wahrscheinlich bei Hiko. Ja, hinter John wieder. Und Hiko hat wieder 1,5 Sekunden, 2 Sekunden auf mich aufgeholt.
Digga, Schieber laggt. Ich hab Angst. Schäbers Internet Connection ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da verhaken wir uns noch mal ein bisschen ineinander, aber ansonsten. Digga, alles super. Und ich bin wenigstens mal auf P10. Bin auch weg. Was? Hast du dich aufgedreht? Ja. No. Oh, oh, da bist du. Gott, das ist Rocky, der gelacht hat, aber gut, Unschluss ist hinter mir. Und ich habe eine eigentlich bessere Linie wie Skeptik. Ich greife jetzt auch an, weil ich drücke. Gehe jetzt nach außen, das ist natürlich nicht optimal. Lass da viel zu viel Platz, würde ich sagen. Hab da nicht den besten Exit, drückt zwar, aber ich wollte da dann auch nicht unbedingt gerade, dann rate ich rusch durch. Und jetzt geht's dann gleich auf die Gerade, wo ich mir einfach gedacht habe, da habe ich ja nochmal die Chance. Ich drück nochmal. Der ist. Nur rusch zwei Warnings bekommen. Jetzt bin ich außen, drück und Skeptik hat auch gar nicht gedrückt, deswegen bin ich an dem vorbei. Ziemlich easy. Weil ich kaum verteidigt hatte, jetzt waren die ganzen Boxenstops. Das heißt, ich bin auf P5 vorgefahren. Und Niklas, der kommt da jetzt einfach raus. Das heißt, er hatte gefühlt 20 Sekunden, gell? Auf mich und Fauste. Normales oder Fauste? Und Fauste. Ja. Natürlich bin ich jetzt direkt an der Box vorbei, ist klar. Wäre natürlich schön gewesen, hätte ich in die Box gegönnt. Aber nee. Es hat einfach nicht gegönnt. Restart war auch ein ziemlich normaler, wir sind nah an Hiko dran. Niklas ist noch ein bisschen weiter weg, der hat aber die frischeren Harten. Wolf hat sich da noch irgendwo gedreht. Und da sind wir auch vorbei. Und jetzt geht schon noch in die Box. Maxi hat auch 3 Sekunden da vorne. Rocky? Ja. Bist du zusehen, wie ich Dark Souls 2 spiele? Wilde Gespräche im Hintergrund und jetzt gibt's noch ein Pause. Ich dreh mich fast. Das war insane. Ein Schockmoment, aber alles gut. Ich bin vor Niklas geblieben. Dies, das. Jetzt war Hiko da ein bisschen langsam beim Restart, deswegen hatte ich auch noch 7 Zehntel da. Aber war alles gut. Niklas war jetzt nah dran, aber ich wollte eh die Runde in die Box, deswegen war mir da eh alles ziemlich egal. Ich habe zwar gedrückt, dass Niklas nicht da direkt vorbeikommt, aber gut, das hat jetzt so oder so auch keinen Unterschied gemacht. Ich habe den schon lange genug aufgehalten. Ich verbrenne es mich ja auch noch, weil ich gedacht habe, dass ich da gefühlt noch in Nico reinfahre. Das wollte ich nicht und ja, jetzt bin ich dann auch, wie gesagt, an die Box gegangen für die Mediums. War ein langer Stint auf den Mediums. Puh, dann. Dino hat auch 3 Sekunden. Bin der Erste von allen. Ich hoffe, dass Jeff oder Mark mich richtig geleitet hat. Oh ne, bitte nicht. Bitte nicht side by side, Rouge. Danke. Ich hab Angst mit den kalten Reifen. Wilder Plan B, ja. Hoffentlich halten die Reifen dann auch ein bisschen durch. Und schnell vorbei hier. Ja, und das hat auch wirklich schnell geklappt, gedrückt. Und jetzt habe ich hier die Inside, bin ich so gut wie safe durch. Und so wie es aussieht, kann John beim Anbremsen auch nichts machen. Und Hiko ist da nochmal in der Box, also die gehen jetzt da auch alle in die Box. Wegen dem. Gehen auch die nächsten an die Box und die habe ich undercut, genau. Habe ich da nochmal aufgeholt auf die. Na. Dann habe ich nochmal die schnellste Runde gefahren, die hat Hiko dann ein paar Runden später wieder eingenommen hier. Und. Digga! Deswegen ist da nichts mehr passiert. Diese random Dreher machen mir Angst. Ich will nicht noch in der letzten Runde sterben. Bitte sei gnädig. Game. Game, ich liebe dich. In Klammern Cap. Oh, Maxi war ein Ersatzfahrer. Lol. Maxi hat gewonnen. Hä? Maxi hat gewonnen, aber Niklas Lukoschek's Spruch kam und hat. Ja, scheiß auf. Niklas hat auch tatsächlich gewonnen. Und das war's mit dem Rennen. Ja, GG an alle. P5. Hätte schlimmer sein können. Och komm. Was backt denn das Game jetzt auch wieder rum? Aber ich bin
wie gefühlt immer nicht zufrieden. Es hätte mehr gehen können und der Dreher war bodenlos. Aber ansonsten, habt jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. 6 Sekunden zu Dino. Ja, Niklas hat gewonnen. Dürfte ich einmal? Danke. Mm-hmm.